So. Oha. War das ein Affe? Okay. Also, wir schauen mal, was wir hier finden. Ich habe jetzt keinerlei... Ich habe keinerlei Waffen mehr. Wo sind denn meine ganzen Waffen hin? Das ist aber Mist. Ich kann ja auch nichts untersuchen oder so. Da kann ich auch nichts nehmen. Ich fürchte, dass es nicht so günstig ist, dass ich durchs Wasser gehe, aber... Miguel! Nützliche Dinge hervorheben. Nee, hier. Ah, okay. Ich kann auch irgendwie gerade so gar nicht mehr laufen und nichts. Also das ist schon... Jonah! Das bewahre ich für später auf. Hallo? Jemand da? Das sind Vögel. Achso, hier war das. Also, die scheint sich jetzt hier irgendwie Holz abzumachen. Ich hatte auch gerade noch die Vögel da oben angezeigt. Wo sind die jetzt hin? Oh. Das könnte ich gebrauchen. Ah, ich kann wieder laufen. Ich kann wieder laufen. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Jetzt kann ich wieder nicht mehr laufen, okay. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das doch mal. Da hinten ist was. Ich weiß nicht, ob ich hier... okay. Einfach runterspringen wäre, glaube ich, nicht so günstig. Schreck mich doch nicht so. Okay, klauen wir einfach mal die Federn. Warum auch nicht? Ja, komm hoch. Los, los. Brüllaffen. Das scheint nicht gut zu sein. Was waren wir gerade? Halt dich doch fest, Mann! Mein Gott. Wie soll ich denn sonst darüber kommen? Ach, jetzt bin ich hier wieder am Anfang vom Weg. Oh, ich hasse es, dass man dann immer wieder zurückgehen muss. Sag ich? Brüllaffen. Kann die denn da eventuell hochspringen? Das wollte ich eigentlich drücken. Hey. Anscheinend nicht. Anscheinend kann sie wirklich nur... nur da hoch. Ach, nach links? Nee, das ist das Camp da hinten. Okay. Die Frage ist jetzt nur, kann ich vielleicht auf die Seite springen, wenn ich schon nicht da... Ach,
Ach so, okay. 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 Ein Camp Feuer. Von Affen. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Okay, ich habe kein Messer. Oh. Halte mich für bekloppt, aber ich dachte gerade, es ist ein Bär. Aber ich glaube, es war ein Biber oder so. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. So, jetzt schauen wir mal. Fähigkeiten. Was können wir denn hier machen? Sucher verbessert Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Achso, Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick. Das sind wahrscheinlich hier diese unterschiedlichen Farben. Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellfähigkeiten. Okay. Gut, Kampf- und Waffengeschick ist natürlich jetzt nicht unwichtig. Sammler ist aber auch nicht unbedingt unwichtig. Wählen Sie Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Okay. Das sind dann wohl die dunklen Boxen, nehme ich mal an. Erhalten Sie Fähigkeit, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Okay. Sehen Sie die Herzen großer Tiere mit Überlebensinstinkt. Na gut, das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Sie fallen nieder, wenn sie nach Kanten greifen. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnelle Reaktionszeit bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Das hört sich aber gut an. Kosten einen Fähigkeitspunkt. Ich habe gerade mal 3 Fähigkeitspunkte. Okay, also 4 kann ich nicht machen. Reduziert Schaden von tiefen Stürzen. Ich glaube, das brauche ich jetzt noch nicht so. Erhöht die Zeit des genauen Zielens bei aufladenden Schüssen. Das wäre vielleicht interessant. Das Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftrefferzielunterstützung. Ja, das ist für mich sehr interessant. Das nehme ich auf jeden Fall. Sie können schneller schwimmen. Automatisches Plündern von Feinden nach Lautlos-Kills. Finden Sie Lautlos-Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Ja, das wäre auch nicht gerade unwichtig. Das machen wir auch mal. So, und dann würde ich sagen, dieses Niederfallen. Achso, da brauchte ich dann 2 für. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurz. Okay. Ja, dann nehmen wir doch mal dieses Niederfallen. Ich hoffe, ich kriege dann ja noch ein paar Fähigkeitspunkte. So, kein Zugriff. Also, wenn wir Lagerfeuer sehen, scheinen wir damit auf jeden Fall etwas Schönes machen zu können. Was ist das hier? Ein Logbuch. Achso, aber nur für EP, okay. Aber ich habe immer noch keine Waffen, das ist mein Problem. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Okay. Ich brauche was zum Durchschneiden. Ja, das wusste ich auch schon. Ein scharfes Objekt. Okay. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Ach, das kann ich später dann wahrscheinlich durchschneiden. Gut, gehen wir erstmal dahin. Vielleicht ein Teil aus dem Wrack. Das kann ich nicht nehmen. So. Hm. Lara, bist du doof? Das brauchten wir doch noch. Und jetzt? Moment. Ach so, jetzt ist das im Wasser. Mhm. Okay.
Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh, ich hasse diese Viecher. So, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Da war jetzt nicht wirklich was drin. Okay. So, da war doch hinten. Genau. Hier war doch was zum Durchschneiden. Und dann drücke A. Was? Um markierte Bäume hochzuklettern und höhere Äste zu erreichen. Achso, okay. Also das ist ja schon spannend, was man hier so alles erkunden kann, muss ich ganz ehrlich sagen. 5 Pflanzen aus den Baumkronen sammeln. Aber hier kann ich jetzt nichts mit anfangen, ne? Da hinten kann ich... Okay, also ich sammle mal einfach alles fleißig, was hier in der Gegend rumliegt. Aber da unten ist doch auch noch... Achso, das ist zum Springen auch. Da ist jetzt nur das Lagerfeuer. Gut, aber es ist stumpf. Hilfe, was war das? Irgendwie schärfen. Du musst es schärfen. Wie kannst du das Ganze dann schärfen? Und was zur Hölle hat mich jetzt hier gerade so angegrunzt? Da ist auf jeden Fall noch ein Baum, den ich einsammeln kann. Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Okay, wenn du meinst. Ach, die Viecher sind so am Grunzen, verstehe. Ja. Benutzen Sie Haut, um in Basislagern Outfits herzustellen. Ach so, ja. Das war jetzt gerade eigentlich nicht so mein... Aber okay. Was ist hier unten? Ah, was ist das? Ein Taschentuch. Wir haben ein Taschentuch gefunden. Super. Dann können wir wenigstens richtig heulen, nachdem wir abgestürzt sind. Warum findet man ein Taschentuch jetzt mal ohne Scheiß? Ist da noch irgendwas? Nee. So. Ich brauche irgendwas, womit ich das Ganze wetzen kann, so wie sie es gesagt hat. Weil das hat ja jetzt nicht gereicht. Es muss schärfer sein. Nee. Bergungsgut sammeln, um das Messer zu wetzen. Das heißt, ich muss von der... Aber ist denn irgendwas im Wasser noch? Ich guck erstmal hier. Da bin ich eben hochgegangen. Keine Ahnung, wofür wir das ganze Zeug brauchen, aber ich denke mal, dass es später mal irgendwann wichtig sein wird. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Nein, nicht zurück ins Lager. Hier ist noch was. Will ich wissen, was mit dir passiert ist? Ich glaube nicht, oder? R.E.P. So, dann gehen wir mal zurück ins Lager. Mal schauen, was unsere Lara da jetzt machen möchte. Nicht scharf genug. Naja, sie
Wirklich direkt ins Lager. Okay. Was soll ich jetzt hier? Ach, Inventar. Okay. Waffenherstellung. Greifen Sie auf Ihr Inventar zu, um das Messer herzustellen. Kosten 3 von 3. Was auch immer. Irgendwas mit Fracht war das eben. Ja. Achso, halten. Okay. Ein provisorisches Messer zum Durchschneiden. Und lautlosen Ausschalten. Sehr schön. Ja. Dann haben wir zumindest schon mal eine Waffe. Das müsste scharf genug sein. Dann schneiden wir doch jetzt mal ab. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Das hat er mir doch gerade auch noch angezeigt. Ach so, das ist zum Schießen. Ja, das kann ich natürlich jetzt noch nicht. Was war das? Halt, stopp. Geh dahin. Hey, geh dahin. Ein Sextant, okay. Der wird uns jetzt wahrscheinlich hier gerade aktuell noch nicht allzu viel bringen, aber ich kann da oben hin. So, eigentlich müsste ich jetzt da hoch. Die Frage ist, ach so, da kann ich aber rüberspringen, oder? Okay. So, das wird von... Ja, toll, das wird von einem Seil da hinten gefangen gehalten. Festgehalten, ja toll. Ist hier noch irgendwas drauf? Aber noch was? Das sieht mir so nach einer Falle aus. Ich glaube, da gehe ich mal lieber nicht drüber. Okay. Also, man muss sich ja in den neuen Gebieten erstmal darauf einstellen, was man alles machen kann. Aber ich finde, wie die das Ganze in Tomb Raider generell gemacht haben, finde ich unheimlich geil. Also, wenn ich das mal mit dem Original vergleiche, ist das richtig heftig, so ein Vergleich. Hallo? Hast du mir das Y? Ja, meine Ausrüstung, endlich!